Hallo und willkommen bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo geht es um den Aufbau von Pflanzen. Pflanzen sind Lebewesen, die sich nicht fortbewegen können und Photosynthese betreiben. Früher zählte man die Pilze und die Bakterien auch zu den Pflanzen. Das Teilgebiet der Biologie, das sich mit der Erforschung der Pflanzen beschäftigt, ist die Botanik. So zählt man Pflanzen, die für den Menschen von Nutzen sind, zu den Nutz- und Zierpflanzen. Der allgemeine Aufbau einer Pflanze sieht wie folgt aus. Wie die Infografik zeigt, unterteilt sich die Pflanze in den Spross und die Wurzel. Zum Spross gehört die Blüte, die Knospe, die Sprossachse, die Blätter und die Keimblätter. Zur Wurzel gehören die Seitenwurzeln und die Hauptwurzel. Die Wurzel dient der Verankerung der Pflanze im Boden. Ebenso dienen die Wurzeln der Aufnahme von Stoffen aus dem Boden. So werden die aufgenommenen Stoffe über die Wurzeln zum Spross transportiert. Zu den aufgenommenen Stoffen gehören Stickstoff, Kalium, Magnesium und Phosphor. Stickstoff gilt als Motor für das Pflanzenwachstum. Kalium hingegen dient der Regulierung des Wasserhaushalts und der Festigung des Zellgewebes. Magnesium ist wichtig als Baustein der Blattgrünbildung. Phosphor dient der Bildung von Blüten und Früchten. Über die Sprossachse werden die von der Wurzel aufgenommenen Stoffe an die Blätter verteilt. Die Sprossachse stützt zusätzlich noch die Pflanze. In den Blättern der Pflanze findet durch die Sonneneinstrahlung die Photosynthese statt. So werden bei der Photosynthese aus Kohlenstoffdioxid und Wasser Kohlenhydrate und Sauerstoff gewonnen. Pflanzen unterscheiden sich von Tieren und von Pilzen dadurch, dass sie Chloroplasten besitzen. Die Chloroplasten ermöglichen die photoautotrophe Lebensweise der Pflanzen durch die Photosynthese. In den Chloroplasten befindet sich das Chlorophyll, an dem die Reaktionen der Photosysteme 1 und 2 ablaufen. Pflanzen brauchen für die Energiegewinnung keine organischen Substanzen, sondern bilden diese selbst durch Assimilation von Kohlendioxid. So ist die Photosynthese der Pflanzen der natürliche Prozess, durch den Sauerstoff entsteht. Zur photosynthetischen Primärproduktion tragen die Landpflanzen zu etwa 50% Algen und autotrophe Protisten zu 30% und Prokaryoten zu 20% bei. Für die Photosynthese verantwortlich sind die grünen Farbstoffe in den Blättern. Die Blätter einer Pflanze sind von einer wachsähnlichen Schicht umgeben. Diese Schicht schützt die Blätter vor zu starker Sonneneinstrahlung. Zudem hilft die Cuticula dabei, dass die Pflanze über die Blätter nicht zu viel Wasser verdunstet. Mit Hilfe feiner Poren in den Blättern ist ein Gasaustausch möglich. Für die Fortpflanzung nutzen die Pflanzen ihre Blüten. So lockt der Duft oder die Farbe der Blüte Insekten an, welche die Blüte bestäuben. Ist die Blüte bestäubt, entwickeln sich Früchte mit Samen. Die Samen sind für den Fortbestand der Art besonders wichtig, da sie zu neuen Pflanzen auskeimen können. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Pflanzen unterteilen sich in den Spross und die Wurzel. Sie haben die Fähigkeit, ihre eigene Nahrung mit Hilfe der Photosynthese zu produzieren. Bei dem Prozess der Photosynthese wird Lichtenergie in chemische Energie umgewandelt, die dann zum Aufbau energiereicher organischer Verbindungen aus Kohlenstoffdioxid und Wasser genutzt wird. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Biologie-Playlist.
Unsere Lernvideos kannst du übersichtlich geordnet abrufen unter folgendem Link. Ebenfalls steht dir im Google Play Store die Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo steht auch als Animation auf unserem System zur Verfügung. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Also bis gleich bei Learning Level Up!